Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem verbuggtesten Projekt Worldwide Minecraft Valhalla. Ah, der, ah, der ist gerade abgestoßen. Let's go. Perfekter Start. Davon redet. Genau, heute ist Simon und Red dabei. Ja. Ja. Wir werden jetzt zusammen so einen Drachen bekämpfen. So einen Mutterdrachen haben wir. Ich bin wieder drauf. Unten. Ja, ja, passt jetzt wieder. Okay, hier ist das Nest. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Viking, entferne dich kurz noch vom Drachen. Ich möchte noch kurz was craften. Oh, ich habe noch ein Smart. Wieso habe ich jetzt 14 Holz? Gib dir hier noch ein bisschen. Weiß es zwei nicht. Ich weiß es nicht. Hey, Digga, jetzt hab ich. Hey, Digga, what the fuck? Er ist so verwirrt. Lol, hier ist ein Drachenei. Ja, das habe ich euch reingelegt. Ach so, das ist, so, ich mache jetzt noch eine Doppelkiste neben das Bett. Das ist meine Kiste. Noch mit Viking. Und dann machen wir die eine Kiste, die du vorne hast, ist deine Kiste. Ja, damit genau. Hier ist, ja, dann tu ein bisschen Saft da raus, bitte. Ja, ja, ich mach die komplett raus, leer. Weil das ist ja alles mein Zeug. Ja, das ist alles euer Zeug. Gut, dann packe ich da mein Stuff rein. Aber mein. Oh, wow! Pack das aber noch Alter! Nicht rein, oh, oh, Creeper! Oh Gott! Ich hätte dir gegönnt, dass du schöpfst. Alter! Mann! Warte mal. Wir sind in einem Team, Alter. Wir machen uns mehr fertig, als wir uns helfen, Mann. Aber ich glaube, ich übersteuere ein bisschen. Hm. Warum machen wir uns wohl fertig? Wenn du mich tötest und ich 48 Stunden gefühlt durchspiele, damit ich mein Zeug wieder habe und weil du denkst, du bist lustig. Ja. Best Friends, Alter. Oh. Ist der Drache tot? Ja, also eigentlich. Der ist weg. Hey, lass kurz looten hier, ne? Ich hab Viking, schnell loote alles weg. Er kommt. Mit der Glücksspitzhacke, aber am besten diese Erze abbauen und so. Was hier ist? Boah, hier sind Obsidian. Oha, was sind hier alles? Creeper! Wow! Alter! Das hat irgendwie nicht so gut mit Creeper, ne? Oh, auf der Chestplate ist Mending. Das nehme ich. Ja, Mo. Dia-Schwert. Oh, Schlag 2. Hm. Digga, geh doch nicht in dieselben Kisten, die ich auch reingucke, mein King. Hä, ich bin gar nicht bei dir. Ach so. Oh, Aqua-Affinity. Wow, ich hab Knochen gefunden. Digga, wieso sind hier so wenig Erze da? Oh, schon wieder ein Creeper. Alter, was ist denn hier für eine Party? Ja, wo ist der jetzt Drachen hin? Jetzt haben wir aber das Wichtigste nicht, das Drachenei. Ja, der ist irgendwie weg, ne? Als ob. Das ist doch so noch ein Dia-Schwert. Oh, das war verzaubert. Lull. Alter, ist der da vielleicht da oben hier hochgegangen? Oben, goldene Apple. Den kann ich gebrauchen. Schön, wir haben OP goldene. Ja, wieder ein Manuskript gefunden, Alter. Was will Manu mit diesen ganzen Skripten, Alter? Ja, Manuskript. Manuskript, Alter. So das? Digga, wie groß ist dieses Drachennest, Alter? Ja, wir haben auch schon so ein großes gefunden. Hä, vor allem, ist er jetzt hier nach oben geflogen oder so? Kann das sein? Den haben wir dann so ein bisschen geklatscht und dann hatten wir halt so einen Drachen. Ich glaube, er ist rausgegangen, oder? Ja, ja, weil hier oben ist jetzt auch Licht und hier kommt Wasser runter. Der ist safe hier abgehauen. Ja, hier oben. Ich sehe halt absolut nichts, weil meine riesen LED-Lichter hier einfach nur in die Fresse leuchten und ich aber nichts sehe. Ja, ist so, das ist wirklich das Schlimmste. Gerade auch wenn du Horrorspiele spielst und nicht so dunkel. Ich habe zwei LED-Lichter, die mir von beiden Seiten in die Fresse leuchten. fühl ich hart. Hä, wo ist denn der hinten? Der ist einfach weg. Also der ist eigentlich, der hat sich glaube ich gelöscht, weil irgendwie. Ich habe nur zwei Streamlights. Er ist auch nicht hier oben, hä? Er ist weg, wirklich weg. Ich bin jetzt. Nee, ich habe auch zwei Streamlights. Als ob. Na, ich hab zwei LED-Panels. Ja, ich auch. Wo ist denn dieser scheiß Drache jetzt kurz hin? Och man. Die sind voll gut eigentlich. Also, die waren relativ billig. Und ja, meine war auch nicht so teuer. Ja, das labert die eigentlich. Ja. Effizienz 3, Haltbarkeit 3, Durchschuss 3. Lull. Ja, ich hab. Respiration 3, Acker Affinity Power 4, Fire Prod 3 und Fire Aspect 2 und Unbreaking 3. Stimmt, ein Creeper. Aber ich hatte halt Effi 5 auf meiner einen Picke, die ich verloren habe. Und Sharpness 5 auf meinem Schwert. Ja, ich habe auf der hier Glück 3. Hätten wir die jetzt schon wieder verloren, wäre ich ausgerastet, Alter. Oh, da hinten ist ein Dorf. Glaub mir, das schaffe ich. Da, hier oben ist nochmal ein Drachennest. Ja, aber oben. Ja, ein kleines. Ja, aber das ist gelootet, oder? Nee. Was? Weiß ich nicht. Hä, das ist doch unser Dorf. Sven juckt. Mein King, das ist unser Dorf, Lul? Ah ja, stimmt, da gibt doch Sinn, wir waren ja voll in der Nähe. Ja. Schwungkraft 3. Digga, aber was? Aber wo ist der Drache? Das kann doch nicht wahr sein. Als wenn dieser Scheiß Drache. Also, ob wir einen finden gepriest, und dann haut er einfach ab. Ja. Wir haben einfach auch wieder Pech. Ich weiß noch, wo einer ist. Falls ihr Interesse an einem Drache. Ja, gerne noch. Drache. Wir haben ja auch noch die Koordinaten von unserer Schatzsuche. Wobei, mal, Mikey, hast du das Schild abgebaut? Welches Schild? Achso, ja, ich glaube. Ich komme mal runter wieder.
Darf ich ein neues Teammitglied haben? Ja. Aber das Gute ist, ich habe das ja auf der Aufnahme. Daher. Ja, stimmt, ja, dann können wir das chillig machen. Ich hoffe es. Oh Gott, Alter, was war das denn? Nee, ich habe das gar nicht auf der Aufnahme. Mit der Begründung, dass ich die Aufnahme nicht mehr habe. Ich höre dauernd. Oh Scheiße, meine ist aber glaube ich auch weg. Weil meine sind ja ein paar kaputt gegangen. Ja gut, dann haben wir halt doch keine Schatz. Wobei, warte mal, du standst doch davor. Du hast es doch letztes Mal. Ja, ja, aber. Echt? Ich weiß es nicht. Ja, es kann sein, aber ich weiß es nicht. Ganz kurz, hört ihr auch dauernd Chain-Geräusche? Ja, ja, wir bauen hier ab. Achso. Das ist verbuggt mit den Dingern. Oh, Nametag, geil, endlich. Ja, haben wir 3 Stück. Cool. Die habt ihr wieder nicht gesucht. So, Mike, ich glaube, das Drachen, das ist gelootet. Ja. Nee, hier ist noch überall Gold. So wie so ein unser. Wo sind nochmal unsere Items? Ich bin wie so ein kleiner Goblin, Alter. Ich irgendwo. Hier sind Dias. Ich kann sie nicht abbauen, ich habe meine Pick in der Truhe. Jo, nice, ja, ja, du hast sie trotzdem bekommen, Lul. Ah ja, hier ist Stern. Brauche ich nicht. Wow. Wie viele sind denn das? Alter, sollen wir denn mit Dias, Junge? Wie viel Dings ich habe? Sollen wir noch mit Dias? Ach, Alter, hier schon wieder reingesprungen. Jo, nice, ey. Ja, also nice, jetzt haben wir auch einen Drachen, das ist für nichts gefunden. Beziehungsweise, naja, egal, das war aber auch mehr oder weniger Zufall, ne? Ja, wirklich. Aber trotzdem scheiße. Hier irgendwo war doch jetzt unser Item, so. Ich bin einfach verhungern, Lul. Was? Ja, hier ja, rechts jetzt. Ah, hier ist unser Zeug. Ja, Mike ist die ganze Zeit da und sagt aber nichts. Hä, was? Ja. Habt ihr was gesagt? Wir suchen die ganze Zeit diesen Room hier. Ach so. Ich hab 3 Dia-Schwerter, bringen die uns was? Eigentlich nicht, oder? Was willst du mit Dia-Schwertern? Weiß ich nicht, die haben coole Verzauberung. Auch Dias. Ja, ich habe auch 3 Dias. Mike, mach mal bitte dein Inventar. Also, tu mal ein bisschen am besten so viel zusammen. Hä? Draft, wie du kannst. Brauch ja, bin ich gerade dran. Ich werde die nicht essen. Alle weg, ne, brauchen wir nicht. Der braucht schon Essen. Komm, die Eisenrüstung hau ich jetzt auch weg, die ist komplett verzaubert. Oh, ich habe ein Glück 2 Buch, ne? Wow. Ich weiß, wir haben Glück 3, aber Diamantstiefel. Wollte ich was sagen, was gibt's, gibst du mir Glück 2 Buch gegen Fire Aspect 2 und Unbreaking 3? Buch. Nö. Okay, Junge, wir brauchen Glück. Ja. Wir sind arm. Arme Schlucker. Ja, arm genug uns zu klauen, ne? Genau, deswegen klauen wir, weil wir so arm sind. Ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich will eigentlich ein paar Cobblestone mitnehmen. Mikey, hier ist noch Zeug in deiner Kiste von dir. Ach so, ja, ja. Brauchst du gerade ernsthaft das Gold ab? Bist du das? Ja. Warum? Ich bin goldsüchtig. Ich meine, für Goldöffel ist ja ganz praktisch, aber... Wie heißt Dagobert Duck? Wie heißt er? Ja, ich musste kurz überlegen. Kennt ihr den? Ja. Aber ja, habe ich nie gemocht, so wirklich. Nicht? Nee. Alter, Mickey Mouse und so war meine Kindheit, diese ganzen Leute da. Ja, Digga, ich hatte keine Kinder. Direkt, du bist direkt 15 geworden. Ich bin mit 15 Jahren auf die Welt gekommen. So wie Monte. Meine Mutter hat mich bekommen, als ich 18 war. Ah ja. Genau, sonst wäre bei Red auch so. Oben. Ja, also, ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit, muss ich sagen. Gut, was machen wir jetzt? Was verstehst du unter ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Ich und danach haben Mikey und ich noch was vorgehabt. Hm? Ich hätte einen Hard Travel nach Hause. Ich sehe eigentlich, wie weit ich traveln muss. Ja, ist ja nicht unser Problem. Ach Junge. Ich weiß halt gar nicht. Ich bin richtig gut gelaunt heute. Ja, wirklich, du bist so asozial. Ja, Digga, ich habe heute 3 Tests in der Schule geschrieben. Dann habe ich von einem Lehrer einen Notenspiegel von unserer Klasse gehört und hat absolut keinen Bock, morgen in die Schule zu gehen. Für 3, 6, Digga, von einem Notenspiegel, wo der Durchschnitt der Klasse 4-0 ist. Cool. Also. Junge, da war so gut. Das immer umrechnen für mich, dass ich checke, was ihr meint. Ja, bei dir ist es, glaube ich, 2-0. Nee, oh. 3-0. 3-0. Ja, okay. Ja, ungenügend halt. Nee, warum anders? Ja, weil, na, weil er bin. Aus der Schweiz kommt. Und Schweiz hat die 6 beste so. Note. Ja. Und die Sache ist halt so. Ich hatte einfach eine 6 bei uns im Algebra-Rechnen, Alter. Ich wollte gerade sagen, wie schlecht bist du, aber. Lot to es! Ich dachte mir manchmal schon, Alter, ich könnte einfach in der Schweiz komplett verkacken, dann würde ich nach Deutschland gehen, zu allen sagen, boah, Digga, ich habe überall eine 1. Ja. No. Oh. Oh, ich bin oben an der Welt. Hä? Lol, hier sind übel viele Fackeln. Wo sind wir hier? Benutzt ihr eigentlich keine Schaufel, keine Emerald-Schaufel? Doch. Ich habe Emerald-Schaufel, Emerald-Axt und Emerald-Spitzhacke und Schwert.
Bruder, hier sind einfach zwei Logos. Aber ich habe meine nicht verzaubert, deswegen. Also ich hatte meine verzaubert. Man aber kann die Emerald-Schere nicht verzaubern. Ach so, Schere nicht? Nö. Er hat eine Schere. Er braucht eine Schere. Emerald-Schere. Weil ich ziemlich schnell die abbaut. Ja, die baut schnell ab, aber die Sache ist halt so, ich meine, wozu brauche ich schnell abbauen? Wenn ich was abbauen will, ich es im Inventar haben meistens eigentlich. Holz und Erde und droppen auch. Holz ist halt übel geil. Holz? Guck mal, wie schnell die Holz abbaut. Oh nee. Oh nee. Leute, der Server stürzt gleich ab. Die Insta fleckt jetzt schon. Ja. Ja, ist wirklich so. Och nee, Manu. Oh. Oh, jetzt kommt Manu noch, oder was? Ja, eben. Ah, ich hab noch mal was. Manu, kannst du bitte 1 bis 2 Stunden doch mal drauf kommen? In 1 bis 2 Stunden? Ja, je nachdem, wie lange wir hier noch sitzen. Ah, ich weiß ja nicht, Alter. Digga, ich... Hä? Wow! Oh, Alter. Nee, ich hab meinen Pfeil aus dem Inventar. Kannst du mir kurz einen Pfeil geben, Red? Kein Pfeil. Ich brauch einen Pfeil. Ich hab aber keinen. Alter, Red ist so mad wieder. Ist ja, Digga. Ich hab Gründe. Nee. Was denn? Nö. Fahren? So schlimm war. Genau. ich bin kurz auf Discord. Mein King, wir müssen gucken, wo wir wohnen. Nochmal, so. Irgendjemand hat doch safe von euch beiden einen Pfeil für mich. Ich bin armer Bettler. Du bist armer Bettler. Junge, ich hab meinen Infinity-Pfeil weggeworfen. Och man. Ohne den Ding kann ich keinen Infinity usen. Ja, natürlich. Hier im Dings hat's ja der Pfeile. Infinity traded. Hä? Wenn ihr zu mir kommt, dann könnt ihr Villager Infinity traden. Nein. Da, Mike, ich habe unsere Koordinaten gefunden. Perfekt. Am 26.10.21 hast du die geschrieben. Der Profi, Digga. So, und zwar müssen wir da weniger und dort... Manu hat sich wirklich verpisst. Finde ich gut. Ehrenhaft. Mein Ehrenmann. Wir müssen 1700 Blöcke gehen. Nee, 1000. Jetzt kommen auch noch Baby-Zombie. 2400 Blöcke in die eine Richtung und danach noch in die andere Richtung 700. Ist denn jetzt schon? Ja, chillig, oder? Oh, also insgesamt ca. 3000 Blöcke. Ja, das. Ich bin in die Schlucht gefallen. Oh, ich hab Federfall. Glück gehabt. Stimmt. Ja, ohne diese Schuhe ist er schon 12-mal tot gewesen. Ist ich meine, meine richtigen Federfallschuhe habe ich eh verloren wegen Mike King, aber. Was? Ist euch schon mal aufgefallen, dass. Dass man nur bis zur 3. Stufe auf Emerald enchanten kann. Ja. Ist ein bisschen nervig. Nur sonst wäre es auch einfach zu OP. Wollte gerade sagen. Ich bin voll in der Nähe bei uns zu Hause. Ja, das Sachen nicht, war ja auch nicht weit. Naja, also was heißt in der Nähe? Trotzdem 1000 Blöcke mindestens. Aber die Sache ist halt so. Hä, ja, das war noch nicht so weit von hier. Hast du dich vertippt ein Minus vergessen? Ach so. Oh Gott, ich bin überfallen. Fast, ich bin voll in der Nähe. Was laber ich eigentlich? Oh, hier geht's. Ja, da wird das mehr. Da wird beides weniger. Gut, gut, gut. Ich muss in die Richtung. Warte mal, wie viel muss ich traveln? Ja, gut, nur so 2000, 3000 Blöcke passt schon. Alles klar, Digga. Ah, Junge, ich muss einfach zu null traveln, weil ich keine Ahnung habe. Wie viel Gold das hier hat, ist ja unnormal. Also sag Bescheid, wenn ihr irgendwas braucht, ne? Ja, Gold. Irgendwann im Krieg. Ja, Gold habe ich. Ach, ich bin schon wieder irgendwo runtergekracht. Ich hasse es. Hey, ich hab die Kisten überhaupt nicht gut gelootet. Was ist mit euch? Ich habe so alles Mögliche gelootet und ich weiß nicht, ob ich überhaupt jede Kiste überhaupt habe. Oh nee, da ist nochmal ein Drachennest. Ganz viel Abstand. Ich hoffe, du verwechselst. Ey, Red, das ist Hunde mit den Lungen. Ja. Ja, wie gesagt, ich hab Gründe. Ey, sag mal jetzt. Warum bist du mega? Ja, Schule, Alter, komm, scheiß mal auf. Oh Gott. Laut, dann hat mich mein King umgebracht, dann. Junge, wir haben euch alles wiedergegeben jetzt. Ja und? Ja und? Ich hab nochmal einen Block draufgelegt in Emerald. Ich bin in dem Dorf, mein King, wo keine Villager mehr sind, weißt du? Ja. In dem Dorf, wo wir den Pillager-Angriff gemacht haben. Weißt du, also, irgendwie von 10 Dörfern, wo keine Villager mehr sind. Oh ja, Junge. Wir haben schon so viel geradet. Raid Shadow Legends. Das hat sowas rausgekriegt. Nee, noch ein Drachennest. Das ist nicht gesponsert. Wollte ich doch. Was denn hier los? Warum sind hier so viele Drachennest? Digga, ich bin einfach im Kreis gerannt. Und hab festgestellt, dass ich erstmal in die falsche Richtung gerannt bin. Oh, ich bin schon wieder in die Schlucht gekracht. Ey, es hat immer noch Gold überall.
Bist du noch beim Drachennest oder was? Ja, ja. Ja, ja. Was bist du denn da? Ich nerv mich immer wieder aufs Neue, dass ihr hier nicht alles gelootet habt. Ich hab nur mitgenommen, was ich brauche. Ja, ich auch. Gott. Das Einzige, was ich brauche, war ein paar Bücher. Nee, wenn ich... Bruder. Ich musste doch nicht schwimmen, um hierher zu kommen. Oh Gott, Alter. What? Ah doch, hier vorne war das Drachennest. Ich erinnere mich wieder. Nein. Oh nee, jetzt muss ich da in die Plus. Da bin ich schon zu weit gerannt. Wo war das nochmal? Da, dort, da. Oh Gott. Aber oh, das tut mir jetzt leid, das wollte ich jetzt natürlich. Oh nee. Oh shit. Ja moin. Hops genommen. So, wenn ich jetzt hier bin, muss ich nur noch dort 400 Blöcke runternehmen, ohne dass sich die Koordinate bewegt. Gut. Der Ocean Travel, man kennt ihn. Das heißt, ich muss genau in die Richtung. Ich glaube, ich komme jetzt auch mal zurück. Ich habe keinen Bock mehr. Kannst du die Koordinaten nochmal in den Chat schreiben, Red? Nein. Wieso nicht? Weil ich gerade am Rennen bin und gleich da bin. Und dann kann ich sie dir einfach sagen. Also ich kann dir doch einfach sagen. 218 minus 1610. Ja. Okay, das war eine Scheiße. Gut, nochmal Holz. So, ich habe jetzt 37 Goldblöcke gefarmt. Was? Ja, Mike, ich weiß, wo ich bin. Ich bin bei den Drachen, das bei uns um die Ecke. Warte, das ist ja meine Schaufel und so. Ist ja geil. Wir haben euch übrigens noch ein paar Dragon Scales draufgelegt. Ihr gönnt aber auch. Ihr habt uns auch das einmal Rüstung abgezogen. Digga, Ren. Digga, denkst du, ich check das nicht, wenn ihr mir was glaubt? Natürlich, ihr habt die Dragon Scale Rüstung uns mitgenommen. Das eine Mal. Nein! Als ihr da wart. Doch, habt ihr. Was denn für eine Dragon Scale Rüstung? Zugegeben, dass ihr die mitgenommen habt. Ey, Red, kannst du mir die nochmal kurz schreiben? Sagen, die Koordinaten? Oh, Digga, das ist eine nervige. 218 minus 1610. 218 minus 1610. Ja. Jo, was ist denn hier los? Ich bin jetzt da. Okay, nee, bin ich nicht. Cool. Plot Twist waren die falschen. Nee, du hast schon ist gleich zu Hause hintergeschrieben. Ja, ich sehe. Sonst hätten wir das nie gecheckt, ist das Steve im Star. Da ist ja immer noch Gold. Haben wir auch nicht. Oh mein Gott. Wir sind an der Oberwelt damals zu den Koordinaten aus dem Nether von unserem Portal gerannt. Also. Kann ja mal passieren so. So, ich bin jetzt an unserem Dorf hier sitze. Ja. Wieso liegen hier Items rum? Manu? Bist du das? Hier liegt Kohle auf dem Boden. Eine Goldschaufel. Nee, eine Holzschaufel, eine Holzspitzhacke, Samen. Geil. Und die Kiste ist weg, die ihr uns platziert habt. Nicht so lecker. In unserem Lager liegen auch Items auf dem Boden. Ich meine, wir waren neulich noch da und haben euch zwei Kürbisse geklaut, aber. Kühe? Kannst du kotzen. Kürbisse. Welche Kiste habt ihr das reingetan? Hier liegt überall irgendwelcher Scheiß vor den Kisten. Hey, habt ihr das in die Kiste hier in meinem Haus getan oder habt ihr das irgendwo woanders hingetan? Was denn? Das Zeug. Das gute Zeug. Ja. Was wir euch zurückgebracht haben. Wir haben eine extra Kiste aufgestellt, wenn man vom Portalraum hochkommt. Ja, vom Portal. Achso, bei Michaels Haus, ich sehe sie. Dachte ich gerade schon. ihr habt uns auch unsere Bücher mal zurückgezahlt. Cool. Ja, wir haben euch alles wiedergegeben, was ihr braucht. So. Nee, ihr habt uns einfach einmal unsere komplette Bibliothek ausgeräumt. Echt? Hä? Hab ich gar nicht gecheckt. Das hast du nicht mitbekommen, weil das war zu dem Zeitpunkt, als ich mal nicht auf dem Server war und dann wieder draufgekommen bin, währenddessen die kleinen Keks da waren. Da haben die uns die ganze Bibliothek ausgeräumt. Wir hatten keine Bücher mehr. Das Ding also ist, wir haben euch die Bücher halt nicht wiedergegeben. Ich sterbe! Oh mein Gott, Alter! Sondern weil wir einfach im, Ding, wie heißt es, im Stronghold waren und da halt säckweise Bücher gefarmt haben und unser ganzes Inventar damit voll war und dann haben wir euch die einfach reingetan, weil wir die nicht mehr brauchten und das für uns Spam war. Nein. So. Also ich bin jetzt zu Hause, mein King. Oh Gott, was ist das denn hier? Ah, ich bin in so zwei, ich check nicht, 2000 warum hier... Blöcke. Nein! Was? Alle unsere Tiere tot.
Wissen sie nicht. Hä? Ja, was ist mit dir? Du bist heute ganz komisch drauf irgendwie. Ja. Sehe ich genauso. Ich glaube, ich wechsle wirklich. Also, Michael, ich wollte. Oh Gott! Keller Hilfe! Bauen. Oh, was bist du denn? Ja. Alter. Ich wollte gegen Mission, Alter. Alter. Bruder, was ist das? Also, wie klingt Villager? Nee. Alter, da war so ein komischer Vogel, der mich voll gefickt hat. Ist es so einer, der Speere schießt? Ja, der sitzt tot. Ja. Die wurden kennen wir auch schon. Von so einer Horde angegriffen. Oh ja, Gott, wir auch schon. Echt? So 2000 Stück. Ja. Wir haben da ein bisschen ständig begegnet, sind ein paar Mal gestorben, so, das passt schon. Irgendjemand hat auch unser Feld geplündert. Was ist denn das hier? Das war ich. Du hast unser Feld geplündert. Ja, ich wollte das ganze Weizen halt abbauen. Da habe ich scheinbar nicht mal angebaut. Du hast noch nicht mal das ganze Feld. Du hast nur die vorderste Ecke und das glaube ich nicht. Weil ich das letzte Mal das nochmal alles abgebaut habe und nochmal alles neu angebaut habe. So, ja, dann war ich so. Als ich, noch mein Zeug zusammengefarmt habe. Oh, hier fängt ein Weg an. Du weißt schon, dass dein Haus brennt. Was? Meins? Ja. Bei euch, was geht bei euch schon wieder ab? Mein Haus brennt schon wieder an. Nee, Plot Twist. Digga, ich dachte, du bekommst jetzt wieder voll Panik. Ja, Digga, ich war gerade in meinem Haus drin, deswegen wusste ich das als, nicht. Als Entschuldigung. Und Simon und Julian, okay. Ja, das waren wir, so ein bisschen. Boah, schon. Ehrenlos. Wie war's ehrenlos? Direkt Augen gemacht. Junge, wir haben euch mein Schlafzimmer ist jetzt wieder fertig. Ach richtig, jetzt will ich mal schauen, bevor das wieder abbrennt. Das ist so, für ein paar Tage ist es fertig. Ui, Memo. Boah, aber deine Secret Chest ist nicht so secret. Das ist ja, danke, dass du mir sagst, wo die ist, so ein bisschen. Die Secret Chest gibt's nicht mehr, Michael. Wir haben aktuell keine Secret Chest. Okay. Aber die kommt dann in meinen Keller. Hast du Regenbogen-Drachenrüstung? Ist egal. Ja, die habe ich dir aus deiner Chest abgezogen. Habt ihr auch Rainbow Dragon Scales? Ja. Aber von wo haben wir die? Ein bisschen von diesen Seeschlangen bekommen. Nein. Ja, von was habt ihr die bekommen? Von den Meerjungfrauen. Ah ja, genau. Genau. Wir haben auch so ein paar Meerjungfrauen getötet. Ah, hier. Ach Gott, Red, was mache ich hier? Weiß ich nicht. Sterben? Hm. Oh nee, das ist so ein Abfuck wieder. Ja, das wie lange gehen wir eigentlich auch schon wieder auf? Oh, 27 Minuten. Cool. Nein. Okay. Ich würde sagen, wir beenden dann hier auch die Folge, oder? Ja. Das ist deine Aufgabe, Mike. Okay. Du Lolle. Gehst doch nicht beenden. Ja, Plot Twist. Du bleibst doch hier und wir beenden auf. Ja, Leute. Ja, ist ja gerade. Digga, es ist gerade mal 20.15 Uhr. Also. Ja, hey, eben. Mach nicht. Nein, Spaß. Leute. Das war's mit dieser Folge. Schaut bei Red vorbei, schaut natürlich auch bei Simon vorbei und ja, nee, bei Scheuer müsst ihr eigentlich nicht vorbeischauen, weil der ist heute nicht dabei. Der ist asozial. Okay, wieso ist hier Netherrack in der Rüstungstruhe? Mann, Red, was soll das? Das war ein Safety. Das waren wir wahrscheinlich so. Ach Mann, ich hasse das. Das ist Gift. Egal, toxic. Leute, jetzt bin ich komplett aus der Rolle gekommen, Alter. Ah, was wollte ich sagen? Oh, wieso hab ich jetzt Kartoffeln angebaut? Alter. Oh mein Gott, ihr habt ein ganzes System und durcheinander gebracht, Alter. So viel Schrott haben wir jetzt auch nicht gebaut. Natürlich. Alter, alles ist unsortiert. Ja, so viel an euren Kisten. Danke, Leute. Okay, Leute, jetzt aber wirklich. Das war's mit dieser Folge. Wie gesagt, schaut bei den anderen vorbei. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Lasst ein Like und Abo da. Abonniert die Glocke. Und das war's. Tschüssi. Ciao.